Hallo und herzlich willkommen zurück. Die Diskussion um die Überstunden bei Rockstar geht weiter. Vor kurzem kam erst erneut heraus, dass es bei Rockstar zu erheblichen Überstunden von teilweise 100-Stunden-Wochen kommt. Man schob das Ganze auf die kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Videospiels übliche Crunch-Time, nur dass die im Fall von Red Dead Redemption 2 bereits seit Monaten andauert. Von Seiten der Öffentlichkeit hagelte es harsche Kritik. Rockstar ruderte daraufhin zurück und verteidigte sich, diese extremen Überstunden seien nur in den oberen Etagen üblich und absolut freiwillig. Wir haben mehrfach darüber berichtet und alle Links zu den Artikeln findet ihr in der Videobeschreibung. Kurz auf diese Verteidigung veröffentlichte Rockstar außerdem Zahlen zu den durchschnittlichen Wochenarbeitszeiten ihrer Mitarbeiter zwischen Januar und September 2018. Durchschnittlich seien das 42 bis 45 Stunden pro Woche gewesen. Eine besonders harte Woche war im Durchschnitt 50 Stunden pro Woche, wobei 20% der Mitarbeiter mindestens 60 Stunden gearbeitet haben. Nun hat allerdings das amerikanische Magazin Kotaku einen sehr ausführlichen Bericht veröffentlicht, der die ganze Geschichte in ein etwas anderes Licht rückt. Für diesen Artikel haben sich einige Mitarbeiter von Rockstar zu Wort gemeldet und die sprechen von ganz anderen Arbeitszeiten. Unter anderem hat ein Mitarbeiter gesagt, dass in einer besonders schlimmen Zeit ein Wäscheservice eingeführt wurde, weil die Mitarbeiter nicht einmal mehr ausreichend Freizeit hatten, um ihre eigene Wäsche zu waschen. Drei ehemalige Mitarbeiter von Rockstar San Diego bestätigten außerdem, dass Überstunden nicht optional, sondern 80-Stunden-Wochen für praktisch das ganze Studio verpflichtet gewesen seien. Außerdem wurden alle Mitarbeiter, die weniger als 16 Stunden in einer Woche gearbeitet hatten, weniger als 60 Stunden in einer Woche gearbeitet hatten, in internen Dokumenten mit einem roten Under markiert. Dazu kommt, dass Mitarbeiter, die während der Produktion aus dem Studio ausscheiden, nicht in den Credits erwähnt werden. Eine ausführliche Zusammenfassung der Ereignisse und eine Einschätzung der ganzen Geschichte findet ihr so bald wie möglich auf gamestar.de. Den Link zum Artikel werde ich dann in der Videobeschreibung und in den Kommentaren nachreichen. Your behavior has consequences and people will remember you and your actions. Son of a bitch. Der deutsche Mobile Publisher Gamigo hat das amerikanische Entwicklerstudio Trion Worlds gekauft. Trion Worlds sind die Entwickler hinter den MMOs Defiance 2050, Trove und Rift. Letzteres war Anfang des Jahres wieder in den Schlagzeilen, weil sie nach 5 Jahren Lootboxen zum Abo-Modell zurückgekehrt sind. Im Zuge der Übernahme verloren Gerüchten zufolge fast 200 Mitarbeiter der Standorte Redwood City und Austin ihre Arbeitsstelle und nur 25 Mitarbeiter der Kerncrew würden übrig bleiben. Während die genaue Zahl, wie gesagt, nur ein Gerücht ist, wurde inzwischen bestätigt, dass es tatsächlich zu Kündigungen kam. Die Community-Chefin Linda Carlson, die dem Magazin Massively OP nach selbst Opfer der Streichungen geworden ist, erklärte in einem Statement, dass der laufende Spielbetrieb nahtlos fortgeführt würde. Wir möchten unseren Communities versichern, dass die Spiele in fähigen Händen weitergeführt werden, da alle Beteiligten bestrebt sind, diesen Übergang für euch so reibungslos wie möglich zu gestalten. We're gonna need help. Lots. Hello Games haben ein neues Update zu No Man's Sky angekündigt und The Abyss, so soll es heißen, soll bereits nächste Woche erscheinen. Was genau das Update enthält, haben die Entwickler nicht verraten, nur dass es passend zur Jahreszeit gruselig werden soll. The Abyss möchte sich auf die unheimlicheren Elemente von No Man's Sky konzentrieren. In den letzten Wochen gab es ja regelmäßig kostenlose kleinere Updates und neuen Content und auch The Abyss soll kostenlos zur Verfügung stehen. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, viel Spaß und guten Loot.